25 Jahre nach dem Original Outcast von 1999 geht die Serie jetzt mit Outcast A New Beginning weiter. Und wir hatten ja hier auf GameTube letztes Jahr schon mal in eine Vorschauversion reingeschaut, waren da allerdings dann ein bisschen weiter in der Story vorangesprungen, also haben nicht ganz am Anfang angefangen. Deshalb mache ich das jetzt mal mit der PC-Version und beginne ein neues Spiel. Drück mal hier neues Spiel. Ich würde sagen, wir spielen auf normal. Das empfohlene Spielerlebnis, eine faire Herausforderung für Spieler, die bereits Erfahrung mit Actionspielen haben. Na dann, legen wir mal los. Man kann sowieso jederzeit auch wechseln, wenn man will. Also den Schwierigkeitsgrad anpassen. Was? Wo bin ich? Ich kann nichts spüren. Wo ist mein... Hey! Lass mich gehen! Ja, ich spiele die deutsche Version mit deutscher Sprachausgabe. Klar, haben ja auch einen tollen Sprecher. Tollen neuen Sprecher für Cutter Slate gefunden, nämlich die Stimme von jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Nicht mehr Bruce Willis, sondern auf der Stelle aus Die Mumie. Mensch, wie heißt er denn? Fällt mir gleich wieder ein. Ja, Brandon Fraser. Wow, was für ein Sturz. Das hätte mir alle Knochen brechen müssen. Und doch bin ich unversehrt. Denkt nach, Slade, denkt nach. Wie lautet die Mission, Soldat? Okay, keine Panik. Aussetzer im Hirn sind bei Dimensionssprüngen keine Seltenheit. Das Lustige ist, dass er gleich weiß, dass er einen Dimensionssprung gemacht hat. Also, wir spielen wieder Cutter Slade, den Hauptdarsteller aus dem ersten Spiel. Nicht bekannt vor, verdammt. Vielleicht wird die frische Luft meine Synapsen ankurbeln. Und er kann sich nicht so richtig erinnern, warum er hier eigentlich ist. Aber wir sehen schon, er hat wieder ein oranges Oberteil an, wie im ersten Teil auch. Aber das ist hier eine etwas andere Klamotte. Das ist eine interessante Frage. Und wir sehen hier hinten auf seinem Rücken auch schon, da sind irgendwelche Buchstabenkombinationen drauf. Und Zahlenkombinationen. Das wird wahrscheinlich nochmal wichtig werden. Aber erstmal raus aus dem Tempel. Wird das Field of View relativ weit eingestellt, also man einen schönen Überblick hat. Mann, das nenne ich mal Tapetenwechsel. Wunderschön. Was zum... Kriegt aber jemand was ab. Da muss ich hin. Oh, du kennst den Weg? Ich bin direkt hinter dir, Kleiner. Mit dieser Alien-Technologie ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat dieses Schiff meine Einheit nicht erwischt. Also er glaubt auf jeden Fall auch gleich, dass er irgendwie in einer Einheit unterwegs ist. Ich kann mal kurz gucken, ob ich hier schon ins Menü rein kann. Und schon was über ihn lesen kann. Charaktere, hier Cutter Slade.
Commander Cutter Slade wurde in den 1960ern in San Francisco geboren. 1987 trat er den Navy SEALs bei. Während einer Mission hatte Cutter eine kurze Affäre mit Reporterin Marion Wolf Fitzgerald, der Tochter von Senatorin Claire Fitzgerald, aus der eine bildhübsche Tochter hervorging. Leider starb ein Mitglied seines Teams während der Mission und die Senatorin, die bald darauf Richterin wurde, zwang Cutter, den Dienst zu quittieren. Kurz darauf wurde Cutter verdeckt als Kommandant eines inoffiziellen Teams von Elite-Soldaten rekrutiert, die gefährliche Missionen für die WFA durchführten. Major Vernon beauftragte Cutter damit, ein Team zur neu entdeckten Parallelwelt Adelpha zu eskortieren, um zu verhindern, dass ein bedrohlicher Wirbel die Erde vernichtet. Marion war Teil dieses Teams und, obwohl die Mission ein Erfolg war, hat nur Cutter sie überlebt. So, also das ein kleiner Rückblick zum Originalspiel. Wir sehen hier schon, tauchen noch eine ganze Menge andere Charaktere auf, die wir finden können. Ja, also das spielt nach dem ersten Teil, ist auch quasi ja, eine Fortsetzung von der Geschichte, aber angeblich bin ich gerade im Dienst? Muss man den Vorgänger nicht unbedingt kennen. Und Cutter, intuitiv ahnt er, dass das Tier ihn da hinten hinführen will. Welche Intuition das nun wiederum ist? Mann, mir platzt der Schädel. Bisschen kurios. Und vielleicht hat es ein oder andere schon gemerkt, die Zwischensequenzen, die sind vorgerendert in der Spiel-Engine, allerdings glaube ich mit etwas besserer Beleuchtung, okay, was ja nicht ungewöhnlich ist. Die WFA würde einen Feldagenten nicht einfach mit leeren Händen losschicken. Irgendwas muss vor meiner Ankunft hier passiert sein. Und die Zwischensequenzen laufen aber leider nur in 30 FPS, während das Spiel halt auch mit mehr laufen kann, jetzt hier mit 60. Bring mich zum Zielgebiet, Kleiner. Immerhin weiß ich noch, wie Erste Hilfe geht. Und es ist also, dafür, dass es eine Double-A-Produktion ist, finde ich, ist das ein wahnsinnig hübsches Spiel. Und ich mag auch total, dass alle Pflanzen interagieren, wenn man sie berührt. Also, fällt mir richtig, richtig gut. Und die Tiere in dieser Welt sind auch so süß. Man kann übrigens auch englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln einstellen oder Französisch ist auch vertont. Einheimische, schätze ich, scheinen nicht schwer verletzt zu sein. Hoffentlich können sie... Nee, Lapta! Wow, ist schön langsam. Ich komme in Frieden, glaube ich. Du sprichst Agakamon? Ich beherrsche 14 Sprachen, aber davon habe ich noch nie gehört. Schon gut, ich spreche Agakamon, klar. Zieh dein Hemd aus. Bitte was? Zeig mir das Sokrüm-Amulett. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie sage ich das am besten? Du bist ein Mensch. Ja, gut. Du hast mir was voraus. Ich weiß nämlich nicht, welche Spezies du bist. Der Ulukai sollte die Talana kennen. Also, wer bist du? Ich heiße Slade. Commander Cutter Slade. Zurück, Fingermonster! Oder bei den Jots, ich mache eine Trophäe aus deiner krummen Hand. Okay, kein Händeschütteln. Das war nur nett gemeint. Pass auf, das Wort, was du gesagt hast, weckt Erinnerung. Fingermonster. Nein, das andere Ulukai. Ich habe das Gefühl, dass wir uns begegnen sollten. Laut der Prophezeiung bringt ein menschlicher Retter das Sokrüm-Amulett zurück. Darüber scheinst du nichts zu wissen. Naja, mein Gedächtnis ist kurz abgeschweift. Wo ist das Schiff, das ich gesehen habe? Die Invasoren haben die Talana versklavt und bedrohen das Land meiner Vorfahren. Ohne die Führung des Ulukai ist Adelpha verloren. Wir sind also auf Adelpha, was? Eindrucksvoll. Da klingelt auf jeden Fall was. Ich bin Leas, Anführerin der Dolotai-Wächterinnen. Die Invasoren haben gerade eine von uns entführt. Wenn die Jots mit dir sind, rettest du sie. Beweise mir, dass du der Ulukai bist. Ich erinnere mich nicht mehr an die Vorgaben. Also gut, du gehst vor, Leas. Yeah!
bleibt keine Zeit. Meine Dolothai-Wächterinnen haben das feindliche Schiff verfolgt. Die Eindringlinge haben den Gefangenen zu ihrem Außenposten gebracht. Mögen die Jotz deine Faust leiten, Mensch. Die Faust? Du leist mir nicht mal dein Speer. Ich werde die Prüfung nicht beeinflussen. Das klingt super. Bitte sag mir, dass die Eindringlinge bloß ein paar Kokosnüsse auf mich werfen. Schnelle Boomerang-Feuerblitze, die einen umkehren. Sind das Kokosnüsse? Ja, nicht ganz. Also dafür, dass sie nicht die Bruce Willis-Stimme bekommen haben, passt halt die Stimme von Brendan Fraser in der deutschen Version trotzdem so gut auf den Charakter. Das ist echt ein Glücksgriff. So, also ist auch eine kuriose Prüfung. Da sollen wir den, sollen wir hier diese entführte Dolothai-Wächterin retten? Und statt, dass das halt die höchste Priorität ist, geht ja immerhin um ein gefährdetes Leben, ist jetzt erstmal nur dieses, ach nein, wir wollen erstmal gucken, ob dieser Cutter Slate, ob der auch der Richtige für unsere Aufgabe hier ist. Okay, gut. Die Viecher sehen teilweise so süß aus. Und so schön animiert. So, ich kann rennen, ich kann ausweichen, aber das geht alles noch nicht. Das kommt erst später, wenn ich, ich mein Jetpack habe. Was leider nicht dabei ist. Dann suche ich mal diese Dolothai-Wächterin. Bewegung soll ja gut fürs Hirn sein. Aber was ich super schade finde als Outcast 1-Fan, man hat diesen Computer nicht, der Sachen kommentiert. Also dieses organisches Material entdeckt, anorganisches Material entdeckt. Stattdessen wird das ja hier in der Landschaft so angezeigt. Man muss jetzt auch tatsächlich aktiv E drücken, damit man das einsammelt. Wenn Outcast 1 hat, ist man einfach rübergelaufen über Ressourcen und dann wurden die eingesammelt. Und jetzt drückt man halt eine Taste. Nicht weiter wild. Ich hätte gerne diese Stimme wieder. Anorganisches Material entdeckt. Energiequelle entdeckt. Das war so gut im ersten Teil. Also so eine clevere, immersive Lösung. Ah, cool. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Meint er jetzt, er hat noch nie ein Gebäude gesehen, wo eine große 01 draufsteht? Verdächtig, verdächtig. Beeindruckende Technik. Ich sollte vorsichtig sein. Hier liegen schon die ersten Roboter rum. Von der bösen Roboter-Invasionsarmee. Und wenn man so ein bisschen auf die Bauweise und auf die Symbole achtet, kann man sich vielleicht auch grob denken, wer wohl dahinter steckt. Und keine Sorge, das ist kein Spoiler. Es ist wirklich. Es dauert keine zwei Sekunden, bis man das mitbekommt. Oh, ist auch ein bisschen schade, dass die Textur hier so spät aufgeblendet wird. So kurios. Diese Bots haben ihre gerechte Strafe bekommen. Ob die Dolothai-Wächterin sie wohl ausgeschaltet hat? Ist auch ein bisschen kurios, dass er gleich so von wegen, ja, die haben ihre gerechte Strafe bekommen. Das, eigentlich weiß er ja noch zu wenig über die wirkliche Situation. Das Lebewesen hier, wie diese Invasoren wohl aussehen? Tja, Cutter, wie könnten die wohl aussehen, ne? Einheitsgröße. So, das WFA Jetpack Modell 3000, die neueste Technologie zur Erkundung von irgendwas. Und spätestens hier müsste Cutter eigentlich sagen, ja Moment, auf der Ausrüstung steht WFA drauf, hier an der Seite stand gerade schon irgendwie Danger, Keep Out drauf. Wer könnte wohl dahinter stecken? Das ist so viel besser als zu springen. Zwar als es angekündigt wurde, das Spiel, war nicht so ganz klar, wie sie das Geheimnis um diese Roboter-Invasion, wie wichtig das für die Story sein würde.
zum Glück stellte sich dann halt heraus, dass das sehr, sehr schnell gelüftet wird. Weil das wäre echt albern gewesen, wenn sie das lange als Geheimnis gehalten hätten. Das geht halt nicht, ne? Du kannst nicht. Ich sollte weitergehen. Sie muss in der Nähe sein. Du kannst halt nicht ihnen am Anfang sagen lassen, ja, Standardvorgehensweise der WFA, dann Sachen finden lassen, wo WFA draufsteht und dann noch ein langes Geheimnis draus machen. Ich fürchte nicht. So, warte mal, beim Ausweichen gedrückt halten, damit das länger geht. Zack. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch. Kann ich nicht scannen? Kann ich noch nicht. Okay. Der Soundtrack ist, wie ich finde, auch wieder sehr schön. Das war ja beim Original auch was ganz, ganz Tolles, der Soundtrack. Diesen Gebäuden. Ich muss da rein. Was jetzt? Ich muss diese Tür irgendwie öffnen. Das ist fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Wow! Okay, versucht es jetzt mal. So, jetzt habe ich ein Schild und der. Ne, das ist der Nahkampf. Hier ist der Schild. Damit rüste ich den aus. Ja, sieht auch ziemlich cool aus. Sieht wie eine Art Terminal aus. Hm? Das Schildgerät reagiert darauf. Ist auch schön, dass hier die Lichtquellen Schatten erzeugen und solche Sachen. Das ist, ist ganz nett gemacht, auch hier mit den Spiegelungen und so. Gemacht, Slate. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, was Leas Freundin angeht. Ich muss sie schnell finden. Ach, guck mal, er hinterlässt sogar richtig Fußabdrücke. Cool. Schreibt ein bisschen albern aus. Aber es ist halt wirklich. Diese Natur ist wirklich toll, toll gemacht. So, jetzt habe ich grünes Helidium. Das ist Munition in dieser Welt. Also es gibt grünes und rotes. Und da man zwei Grundwaffen findet, eine kleine und eine große, die man dann später modifizieren kann, braucht man für die kleine das grüne und für die große das rote Helidium. Aber ich muss erstmal die Knarre finden. So, heilen kann ich natürlich mit Q. Je nachdem, was ich unten da im Inventar habe. An Heilpflanzen.
denn? Zentrale an Alpha 32 haben eine Explosion im Thermalnetz registriert. Erbitten Status. Oh nein. Nein, 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 nein. Kann ich sein? Alpha 32, bitte kommen. Commander, werden Sie angegriffen? Bitte kommen. Menschen. Die Invasoren sind mein Volk. Es wird Spaß machen, das Leas zu erklären. Das brauchst du wohl nicht mehr, Kumpel. Ja, also der große Reveal dauert nicht allzu lang und es ist wirklich gut. Also das wäre eine furchtbare Idee gewesen, diesen Reveal lange rauszuzögern, weil es halt nur noch alberner werden würde. Jetzt so die ersten paar Minuten kann man drüber hinwegsehen, dass er sich da ein paar Fragen nicht stellt, aber länger hätte es nicht sein dürfen. Scanner noch läuft. Röntgenblick. Wie cool ist das denn? So, mit dem Scanner kann man dann auch ein bisschen weiter entfernt hier jetzt solche Pflanzen schon mal erkennen, sich markieren lassen. Vor allem aber auch Mechanismen, den man dann in Basen Schalter öffnet, beziehungsweise Türen öffnet. Was passiert, wenn ich diese Tasten drücke? Schießen. Halte linke Maustaste gedrückt, um deine Waffe abzufeuern. Die Pistole verbraucht automatisch grünes Helidium, um ihren Schaden zu erhöhen. Wo kommt dieser Bot her? Oh, diesmal geht's zur Sache. Man sammelt von denen dann auch was ein. Also die lassen auch grünes Helidium fallen und das kann man dann einsammeln, um die Pistole aufzuladen. Oder es waren irgendwelche anderen aus. Das muss man gleich nochmal gucken. Und wir haben es auch gerade schon gesehen, die Gegner haben Lebensbalken und auch Trefferzahlen. Das kann man leider nicht ausschalten. Genauso wie hier das ganze Interface. Also man kann am Interface nichts ändern. Man kann die Minimap nicht ausschalten, man kann die Anzeige für die Waffe nicht ausschalten, man kann die Anzeige für die, was ist die nächste Missionsaufgabe, nicht an- und ausschalten. Oder zumindest, was vielleicht sogar noch wichtiger wäre. Mieses Gefühl. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Man kann es nicht auf dynamisch schalten, sodass es nach einer Weile weggeht oder dass man, wenn man jetzt nur zum Beispiel die Scan-Taste drückt, sich bestimmte Elemente öffnen oder dass man irgendwie darauf Einfluss nehmen kann. Für ein Spiel, wo der Vorgänger durch Immersion berühmt geworden ist, unter anderem auch, ist das leider einer meiner größten Kritikpunkte bislang an dem Spiel, von allem, was ich bis jetzt gesehen habe. Abgesehen mal von den doch eher etwas 0850igen 15er Nebenaktivitäten in der Open World. Das weiß ich auch nicht. Das brauche ich eigentlich so nicht mehr. Das sind so die zwei Punkte, wo ich bislang sagen würde, naja, schade. Am Ziel vorbeigeschossen. Aber ansonsten hat es auch viele, wie ich finde, sehr charmante Stärken. Scheiße, Lady, ich hatte es fast. Du hättest dich nicht opfern müssen. WFA? Das ist die Armee. Warum habe ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen? Die WFA? Nutzt jetzt Droiden? Da ist doch kein Reden. Oh-oh. Ja, das lief nicht so gut. Siehst du das? Ja? Wie schaltet man das Ding ab? Verdammter Wilder! Sprich! Gaza, meine Jonor! Falsche Antwort und falsche verfluchte Sprache. Nochmal! Was nützt du uns, wenn du unsere Sprache nicht lernst? Sir, es gab einen Angriff. Was? Wo? District 54. Kein Kontakt mehr mit den stationierten Droiden. Schickt ein Reparaturteam und aktiviert die visuelle Überwachung der Hauptanlage. Kasson, Mae Lapta, Mae Ane Yosak.
Bei diesem Geplapper wird einem ja schlecht. Sie verbergen etwas. Ich will wissen, was. Und bringt den nächsten Gefangenen. Okay, also die Menschen sind sehr eindeutig die Bösen hier. Wer sind diese Leute? Warum sind sie in meinem Kopf? Warte. Ich habe schon von diesem Ort geträumt. Also, war es doch kein Traum? Irgendwie spinnt meine Aufnahmekarte gerade ein bisschen. Die geht manchmal aus. Weiß nicht warum. Jetzt kann ich mich ja auch tatsächlich bewegen in diesem Abschnitt. So ein bisschen umsehen. Das sieht auch wieder sehr cool aus, ne? Also, da hinten baut sich das so regelrecht zusammen. Kann man richtig sehen, wie das hier entsteht. Aber geil. Eine First-Person-Kameraperspektive gibt es ansonsten übrigens nicht mehr im Spiel. Gab es ja auch im Remake von Outcast 1 schon nicht mehr. Im Original gab es das. Hat man aber kaum genutzt, glaube ich. Dad, bist du das? Was? Ich bin Vater? Daddy? Wo bist du? Hier drüben. Bleib dort. Ich komme zu dir. Wo zur Hölle bin ich? Das ist nicht fair. Ich kann doch nicht von Daddy und Mami verlassen werden. Du weißt, ich will nicht, dass du ihn Daddy nennst. Commander Slade kommt auf die Mission, um Mami und ihre Freunde zu beschützen. Dann will ich auch mitkommen. Es ist zu gefährlich, Kleines. Keine Sorge, ich bin im Nu wieder zurück. Versprochen. Das hat Daddy auch versprochen. Camilla. Ich meine Commander Slade. Tut mir leid, Mami. Ist schon gut. Ich hab dich lieb. Hat er auch gesagt. Camilla. Ich habe eine Tochter zu Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Sie braucht mich. Ja, wie sagte schon der große Dichter Otto, tomorrow you are dead. Was, morgen bin ich Vater? Willkommen bei meinem Level von Humor. Damit bin ich groß geworden, meine Damen und Herren. Dass die ein Kind hatten, ist übrigens eine neue Info, soweit ich weiß. Das war im ersten Teil nicht etabliert, die Info. Oder ich habe es massiv vergessen. Das ist alles andere als gewöhnlich. Leas! Leas! Du! Aber ich habe dich in der Explosion umkehren sehen. Ich bin zurück. Keine Ahnung wie. Deine Wächterfreundin hatte leider weniger Glück. Sie hat viele Invasoren erledigt, bevor ich zu ihr konnte. Ihr Opfer macht uns stolz. Ihr Phandasma sei gesegnet. Und gesegnet sei der Ulukai. Die Prüfung war ein Erfolg. Du hast bewiesen, dass die Jots dich schützen. Warum halten wir an? Ich brauche ein Portal in meine Dimension. Ich habe eine Tochter und... Ich habe auch eine Tochter. Und ich will nicht, dass sie leidet. Die Jots wollen, dass du die Monster beseitigst, die uns Talana unterdrücken.
Hör mal, ich muss dir etwas über die Monster sagen, die euch bedrohen. Ich weiß alles über sie. Die sind giftiger als die Nekar-Pest. Wir sollten sie alle auslöschen. Ach komm, das ist etwas überzogen. Es muss auch Gute unter ihnen geben. Keiner verdient Mitleid. Sie haben meinem Volk Furchtbares angetan. Aber verzeih meinen Zorn, Ulukai. Du wolltest mir etwas erzählen? Mein blödes Gedächtnis. Ja, nach Hause? Wie komme ich wieder in meine Dimension? Nur die Almael kann diese Frage beantworten. Aber Kisar ist eine verbotene Insel. Klingt nach einem Mord für mich. Wo geht's lang? Die Insel ist von einem gewaltigen Helidiumschild umgeben. Wir nennen ihn den Speer. Nichts kann ihn durchdringen. So wollen es die Jots. Deine Jots machen es mir echt nicht leicht, was? Vielleicht gibt es einen Weg. Die Kinder von Kisar leiden an einer rätselhaften Krankheit. Und die Almael hat die Shamas geschickt, um sie zu heilen. Sehe ich aus wie einer dieser Shamas? Nein, aber du könntest einen überzeugen, dich der Almael vorzustellen. Aber das musst du dir erst erarbeiten. Warum stellst du mich hier nicht vor? Ich wasche deine Hand und du wischst die meine? Ich werde dir gar nichts waschen. Außerdem sind Dolothai-Wächterinnen nicht länger in Kisar willkommen. Also, wo fange ich an? Im Meer ist das nächste Dorf. Frag nach dem Shamas Nemeth. Verstanden. Oh, du solltest dieses Gerät tragen, so können wir in Kontakt bleiben. Komm, Link-Synchronisierung. Synchronisierung abgeschlossen. Aber was ist mit den Invasoren? Überlass diese unidentifizierten Monster mir. Ja, da muss man schon immer ein bisschen Augen zudrücken, dass die, dass noch niemand mitbekommen haben soll, dass die die Sprache der Menschen sprechen. Und das, jetzt hat Katta halt auch die Symbole drauf mit dem, und sie sagt nichts dazu. Ja, mein Gott. Ist halt auch nur ein Spiel. So, wir sehen auf der Karte oben schon diese gelben Linien. Minikarte, das Dorf Emea wurde auf deiner Karte markiert. Folge der Richtungsanzeige auf der Minikarte, um dein Ziel zu erreichen. Und später, wenn wir dann auch uns ein bisschen schneller fortbewegen können, dann kann man auf diesen Wegen, die auf der Karte so markiert sind, auch sich automatisch entlang fliegen lassen, wie auf Schienen so ein bisschen. Ein bisschen so wie das Reiten auch bei Witcher auf den Pfaden. Wird man ja jetzt oft in Open World spielen. So, hier kriegen wir ein bisschen, genau, hier kriegen wir ein bisschen Waffen raus. Die Kamera geht beim Nahkampfangriff leider ein bisschen sehr, sehr steif an den Charakter ran. Da man kann da nicht viel einstellen, das ist echt ein bisschen, ja, ist ein bisschen schade. Da schießen sie sich ein bisschen selbst ins Bein, aber mein Gott, vielleicht kommt nach dem Release dann doch noch das ein oder andere Update rein oder es wird dann irgendwann ein bisschen Mods geben, dass man das alles ein bisschen immersiver machen kann. Habe ich ja schon im Vorschauvideo gesagt, ich hätte halt gerne so einen Legacy-Modus für das Spiel. Einfach wieder mit einem Laserpointer, mit die Kamera draußen lassen, keine Trefferpunkte, keine Lebensbalkens, brauche ich bei einem Outcast-Spiel nicht. Das ist nicht die Seele von Outcast. Was ist wirklich schön. Also einfach auf dieser fremden Welt rumlaufen, das ist einfach. Es kann doch auch mal schön sein, sich diese Welten einfach nur anzuschauen. Oh, hier liegen wir noch Überreste von den Drohnen. Suchen wir Shamas Nemeth. Hat mit Hunter aber auch ganz schön Systemanforderungen. Also jetzt gerade hier zum Beispiel im Dorf, da geht die Framerate schon spürbar runter, weil es so krass detailliert ist. Es sieht toll aus. Und in den Orten auch sehr lebendig. Dazwischen nicht so, aber in den Orten sehr schön. So, jetzt kann ich hier, ich sehe auf der Karte schon meinen Suchbereich. Ich sehe auch so einen kleinen blauen Pfeil, der mich da in die Richtung bringt. Ich sehe von hier aus schon auch die Figuren, mit denen ich reden kann. Ich glaube, diese Icons werden so ungefähr 100 Meter weit entfernt dargestellt, auch durch alles durch. Also, wenn ich jetzt hier zur Seite laufe, das wird immer angezeigt, selbst wenn es 100 Meter weit ist. Diese Interaktions-Icons, das ist auch nicht unbedingt die immersiv,
invasivste Lösung. Und ich kann auch nochmal. Genau, ich kann auch nochmal X drücken und dann macht er hier diesen Visor sich wieder davor und startet so eine Scan-Runde. Und dann sieht man auch ein bisschen, da hinten sind Ressourcen, hier ist so eine Sprungplattform oder ja, irgendwie interessante Punkte werden ein bisschen in der Umgebung markiert. Das verschwindet nach einem Moment wieder. Und man sieht auch jetzt schon, wo ist da überhaupt jemand? Da oben sieht man, wie der zum Beispiel, was sein Händler ist, auch wie der heißt. Da sehen wir den Ernteleiter Moore. Also das Spiel gibt einem schon eine ganze Menge Informationen hin. Ich finde das nicht ganz so gut, weil das auch wieder so, ja, on the nose ist und man es wieder nicht abschalten kann. Aber ja, es entspricht, sagen wir mal, relativ dem modernen Open-World-Standard. Was immer die idealste Lösung ist, darüber kann man streiten. Aber hier ist eine ganze Menge los. Also ich kann zum Beispiel jetzt auch mit dem hier reden. Hi, kannst du mir helfen? Koyo Sayat? Meine Yono. Tja, oder auch nicht, denn ich verstehe seine Sprache nicht. Hi, kannst du mir helfen? Koyo Sayat? Meine Yono. Tja, offensichtlich nicht. Aber ihr habt es vielleicht schon gesehen, anders als in unserer Vorschauversion letztes Jahr, haben die Talaner jetzt das Blinzeln gelernt. Und das ist ein kleines Detail, aber es ist wirklich verdammt wichtig in Gesprächen, weil es so merkwürdig aussah, dass die nicht geblinzelt haben, die Figuren. Also ich glaube, Kata hat sogar geblinzelt, aber die Aliens haben immer nicht geblinzelt. Und jetzt machen sie es halt. Und das ist ein kleines Detail, aber es hilft, dass die Figuren glaubwürdiger wirken. Ich weiß, hier soll ich eigentlich nicht hin. Ich wollte nur mal kurz nach oben fahren, weil es ist einfach so schön. Also Wahnsinn. Und dazu diese schöne Musik, dieser schöne Soundtrack. Ja, was haben wir hier? Irgendwelche Ressourcen. Blaues Helium, das braucht man, glaube ich, für Upgrades. Hier kann man dann auch mit dem Händler sprechen. Aber der spricht, glaube ich, immer noch nicht mit mir, oder? Nee. Das war's doch schon. Mach's gut. Du bist mir keine Hilfe. Na gut, dann sprechen wir halt hier mal mit dem Chef. Ich muss diesen Nemeth finden. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche den ansässigen Schamas. Katagisai, allmächtige Jotz. Du sprichst perfektes Agakamon, die verlorene Sprache von Kasars falscher Prophezeiung. Wer bist du? Zum Glück verstehst du mich. Ich heiße Kata Slate. Hast du vom Ulukai gehört? Ulukai? Tut mir leid. Dieser Moment ist seltsam. Ich habe seit vielen Monden kein Agakamon mehr gesprochen. Ich bin Nemeth. Shamas von Emea. Sehr erfreut. Pass auf, Leas schickt mich. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich höre. So, der bietet jetzt zum Beispiel auch einen Service an, also Heilung. Brauche ich jetzt nicht, aber... und ich kann mir über bestimmte Begriffe erstmal einen Überblick verschaffen. Also um rauszufinden, was sollen denn das für Sachen sein, diese Almayel, was ist das eigentlich? Erzähl mir von der Almayel. Wenn die Jots sprechen, hört die Almayel zu. Wenn die Almayel spricht, hören die Shamas zu. Wenn wir Shamas sprechen, hören die Dörfer zu. Manchmal. Manchmal ignorieren sie uns und durchleiden die gleichen leidvollen Zyklen immer wieder. Dagegen ist man machtlos. Oh, mit leidvollen Zyklen kenne ich mich aus. Meinst du, die Invasoren können geheilt werden? Gute Frage. Ich erkenne kein Phantasma in ihnen. Wesen ohne Phantasma können nicht durch das Phantasma und die Jots geheilt werden. Sie können auch nicht umgekehrt werden. Hast du versucht, sie zu heilen? Ich halte mich lieber von ihnen fern. Vermutlich würden sie mich umkehren. Auch wenn sie nicht bluten, könnt ihr sie töten. Vertrau mir. Du klingst entschlossen. Reden dort, wo du herkommst, alle auf diese Art? Moment. Das interessiert mich nicht. Ich war nicht mehr zu Hause. So geil. Moment, das interessiert mich nicht. So geiler Abbruch. Hör zu, das klingt jetzt verrückt. Aber eure Götter, also die Jots, haben mich aus einem Grund auf euren Planeten gebracht. Ich wüsste gerne, was der Grund dafür ist, damit ich zurück zu meiner Familie kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mit der Almayel reden.
Nur Shamas können außerhalb von Okastok nach Kizar eingeladen werden. Und ich bin ein Shamas. Fantastisch. Dann pack deine Butterbrotdose. Wir gehen in 10. Ich habe den Ruf der Almayel vernommen. Die kranken Kinder Kizars müssen geheilt werden. Doch was kann ein Shamas tun? Der Weg nach Kizar ist lang und voller Invasoren. Du überlebst vielleicht, doch ein Shamas würde sicher umgekehrt werden. Pass auf, wir können hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sobald wir in diesem Kizar sind, können wir auch überlegen, was wir wegen der Kinder machen. Wir? Der Speer beschützt die Insel vor allen Eindringlingen. Und die Almayel kennt dich nicht. Es tut mir leid. Die Almayel wird dich nicht empfangen. Und genau deswegen brauche ich dich, um hineinzuhuschen, mit der Almayel zu reden und herauszufinden, wie ich nach Hause zu meinem eigenen Kind komme. Du hast nämlich genau recht. Hier geht es um unsere Kinder, oder? Wenn man die Daokas reaktivieren würde, ich glaube, ihr nennt sie Portale, oder? Ist das der korrekte Agakamon-Begriff für Daokas? Wie auch immer. Die Reise von Emea nach Kizar wäre dann einfach. Wusch! Nichts weiter als 3 Atemzüge. Zu dumm, dass Häuptling Hatsu es nicht erlaubt. Die Invasoren haben nämlich unser Daoka deaktiviert. Er will sie nicht noch mehr provozieren. Hey, die Oberschicht zu provozieren ist genau mein Ding. Ich kann helfen, euer Daoka zu reaktivieren, wenn es uns nach Kizar bringt. Dir zu helfen geht gegen den Befehl von Häuptling Hatsu. Man könnte mich als Verräter sehen, aber die Kinder gehen vor und die Talaner sind ein dankbares Volk. Wir belohnen heldenhafte Taten. Hilf uns mit dem Daoka, dann werde ich, wie sagt ihr, dein Vorhaben verfechten vor Hatsu und der Almayel. Sagt man das so? Das klingt nicht richtig. Die haben nochmal auch die Augen an sich überarbeitet. Die haben jetzt so einen leichten Glanz drin. Bist du sicher, dass wir überhaupt einen Daoka brauchen, um nach Kizar zu kommen? Du vielleicht nicht, aber diese alten Beine schon. Hol den Kern zurück, den die Invasoren gestohlen haben. Dann werde ich dich der Almayel in Kizar vorstellen. Pass auf dich auf, Nemeth. Slate an Leas. Ich habe mit den Shamas von Emea geredet. Nemeth, ist er bereit zu helfen? Ja, unter der Bedingung, dass ich das Daoka wieder aktiviere. Du wirst den Kern bergen müssen, den die Invasoren gestohlen haben. Er ist in einer Basis in der Nähe. Du warst dort? Das ist zu gefährlich für Talana. Unsere Waffen sind machtlos gegen ihre Feuerkraft. Ich werde dir zeigen, wo sie liegt. Ich bin dran. Danke, Leas. So, den Daoka-Kern von Emea finden. Leas hat die Position des Daoka-Kerns auf deiner Karte markiert. Drücke Tab, um die Questkarte zu öffnen. Dann machen wir das doch mal. Also, hier haben wir die Karte. Hier sehen wir auch schon die ganze Welt. Und dann später erkunden wird. Wir sehen aber vor allem erstmal Emea. Und das ist das Dorf des Waldes. Das Daoka ist noch nicht aktiviert. Klicken wir mal auf und wir bekommen den die Questübersicht für Emea. Für jedes Dorf gibt es eine Questübersicht. Hier sehen wir auch schon 2 Quests sind noch nicht gefunden. Unentdecktes Ziel, unentdeckte talanische Kraft. Da entstehen also noch andere Quests drumherum. Dorfquests werden im Questprotokoll angezeigt. Wähle die verfügbare Dorfquest Cutter will nach Hause aus. Das ist die hier. Cutter will nach Hause. Ein Vater muss zurück zu seiner Tochter. Shamas Nemeth kann Cutter der Almayel vorstellen, wenn Leas glaubt, dass sie ihm den Weg zurück in seine Heimat weisen kann. So, und jetzt sehen wir, was wir dafür machen müssen. Der erste Auftrag ist erstmal hier den Weg nach Kizar öffnen. Also, so heißt der Ort. Emeas Daoka, das sind diese Tore im Hintergrund. Muss aktiviert werden, bevor du nach Kizar gelangen und mit der Almayel reden kannst. So, und dann sehen wir hier unten, was wir dafür machen müssen. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht, nämlich mit Shamas von Emea sprechen. Und jetzt sollen wir den Daoka-Kern finden. Aktivieren wir das mal und dann kriegen wir nämlich auch eine Markierung. Lustigerweise jetzt hier für den Auftrag. Nicht mit einem Wegpunkt in der Welt,
was ein bisschen merkwürdig ist, weil es für andere Missionen das relativ klar gibt. Bei der nicht. Also da braucht man jetzt entweder die normale Map, die man ja auch immer wieder öffnen kann. Also dass man dann so ungefähr guckt, wo muss man eigentlich hin. Hier ist ein Außenposten. Und wir sehen auch schon, es gibt 25 von diesen Toren, 30 Außenposten, kleine und große, 43 so Kampfherausforderungen und dann so 20, ich glaube, das eine sind so Hüpfen und das andere sind auf jeden Fall so Umgebungsherausforderungen, wo man dann mit dem Jetpack rumfliegt und rumgleiten muss und solche Geschichten. Davon gibt es insgesamt 70. Das ist also auch, das ist das, was ich vorhin schon so meinte, ja, etwas ungeschicktes Open World To-Do-Listen abarbeiten. Aber mal gucken, wie es sich am Ende im Verhältnis trägt, also wie viel man Story machen kann und wie oft man diesen Nebenkram machen, auch in Anführungszeichen muss. Ich hatte schon in der Preview-Version gemerkt, dass das Spiel nicht allzu schwer ist. Also vielleicht kann man viele von diesen Kämpfen und so auch einfach ein bisschen umgehen. Da bist du. Mit deinem Comlink stimmt etwas nicht. Hab ihn ausgeschaltet. Du. Wie bitte? Was tust du da? Das haben wir von ihnen. Sicher wollen sie ihre Relikte zurück. Damit können wir verhandeln. Du weißt, wir haben dafür nicht die Erlaubnis. Ich habe nach dir gesucht. Dein Vater wartet in der Zentrale auf uns. Vielleicht geht es bei dieser Mission nicht nur um seine Wünsche, Colonel. Denken Sie darüber mal nach. Noch eine Vision. War das der Daoka-Kern, den Nemeth sucht? Ja, also solche Visionen hat man in der Anfangsphase, glaube ich, mehrmals. Die bringen einem so nach und nach die Figuren und die Geschichte bei. Ich hatte ja die Vorschauversion, wie gesagt, gespielt und auch den Anfang da gespielt. Und da hat mir die Entwickler noch gesagt, dass sie den Anfang auch noch relativ stark wohl anpassen wollen, so als Einleitung. Ich finde ihn jetzt nicht sehr anders als das, was ich halt vor ein paar Monaten gespielt habe. Also allzu große Unterschiede in irgendeiner Weise wären mir da jetzt nicht aufgefallen. Genau genommen sind mir gar keine Unterschiede aufgefallen. Aber es können auch so Detailsachen sein, an die ich mich einfach nicht mehr erinnere, dass da noch ein paar Schrauben gedreht wurde. Ich hatte ja wirklich bis zuletzt gehofft, dass vielleicht wirklich paar Sachen noch angepasst werden, also zum Beispiel halt, dass man mehr Interface-Sachen an- und ausschalten kann, dass es einfach mehr Optionen gibt, um wieder ein bisschen mehr so dieser Immersionsvision des Originals näher zu kommen, weil ich das so schade finde, dass das so gar nicht, oder dass davon so wenig übrig geblieben ist, aber ja, bis jetzt ist da noch nicht viel passiert. Ich glaube, ich muss mir den Krempel mal noch irgendwie auf andere Tasten legen. Ich habe ja zum Beispiel gerade auf der vierten Maustaste habe ich das Ausweichen. Auf Steuerung habe ich den Schild, aber ich bin nicht sicher, ob das so ideal ist, weil wenn man sich mit dem Schild dann viel bewegt, dann ist es mit WASD relativ fummelig, da den richtigen, also es richtig zu steuern. Das ist nicht ganz ideal. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen gucken für die Kämpfe. Die Kämpfe sind aber, also die spielen ohnehin keine allzu große Rolle. Ist aber auch ganz okay. Es wird schon gekämpft, so ist nicht, aber es ist jetzt kein Dauerballerspiel. Aber war ja das erste auch nicht. Also das passt. Es ist ein Action-Adventure. Schickes Waffenmodul. Cool. So, jetzt kriegen wir Waffenmodule. Du hast ein neues Waffenmodul entdeckt. Du kannst es an deiner Waffe anbringen, um sie zu verbessern. So, und damit sind wir im Waffenmenü. Da gibt es zwei Grundwaffen. Das ist hier die leichte, die kleine Pistole. Und die kann man um Module erweitern. Zum Beispiel hier ein Schnellfeuermodul. Dann sieht man auch, dann ändert sich das hier oben.
Und ich könnte jetzt hier noch einen zweiten Slot freischalten, wenn ich genug von diesen Ressourcen hätte. Diese lilanen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Gibt es leider keinen Mouse-Over für. Aber habe ich noch nicht. Aber ich kann bis zu 4 Slots für diese Waffe freischalten. Und dann finde ich nach und nach Module, um die anzupassen. Jetzt habe ich halt ein Maschinengewehr-Modul drauf, Level 1. Und das erhöht massiv die Feuerrate. Das sieht man jetzt auch an der Waffe tatsächlich. Ein bisschen länger geworden. Das sollte reichen. Na bitte. Sie wollten uns sprechen? Du musst nicht so förmlich sein, Liebes. Nenn mich einfach Vater. Okay, Vater. Ich will, dass du den Bodeneinsatz abbrichst. Die Situation ist eskaliert. Was ist los, General? Diese Aufzeichnung kommt von der geborgenen Blackbox einer beschädigten Drohne. Hier. Ein Abtrünniger erkennt? Das kann nicht sein. Exakt, Colonel. Das beweist, dass die wilden Hexer sind. Sie kriechen in unseren Kopf, um uns zu verwirren. Das ist eindeutig eine Art Gestaltwandler. Wirklich? Bitte, Vater. Langsam wird das lächerlich. Weißt du, was lächerlich ist? Du bist Flottenvermittlerin, konntest aber noch mit keinem einzigen Gefangenen kommunizieren. Und trotzdem versicherst du mir, dass diese Primaten intelligent sind. Wir reißen ihr Land an uns. Nur weil sie uns nicht willkommen heißen, sind sie nicht gleich dumm. Hier spricht General Burham. Ich will Verstärkungskonvois bei allen Basen. Auf der Stelle! Das ist ein bisschen on the nose erzählt, also etwas Vorschlaghammer technisch. Die Jots machen noch einen Hellseher aus mir. Wie auch immer. Danke für die Info, General. Genau, also das sieht tatsächlich Cutter auch. Das ist jetzt nicht eine Vision nur für mich als Spieler, sondern Cutter hat das wirklich gesehen. Talana reden bereits über dich. Ach, wirklich? Was sagen sie denn? Denn ich kann mir keinen Reim darauf machen, was sie mir erzählen. Sie verstehen dich auch nicht. Nur die Shamas sprechen deine Sprache. Sie nennt sich Agakamon. Also nur Shamas. Ich merke es mir. Slate Ende. So, mit diesen kleinen blauen Pflanzen kann man sich heilen, deshalb sollte man die durchaus sammeln. Wir wollen jetzt aber hier nur recht schnell durch. Es gibt kein... Obwohl, doch, was heißt, es gibt kein Erfahrungspunktesystem. Es gibt schon durchaus Ressourcen, die man auch vom Kampf bekommen kann. Aber von denen jetzt zum Beispiel, aus denen zieht man jetzt nur grünes Helidium raus. Erfahrungspunkte gibt es schon in dem Sinne. Aber jetzt nicht einfach nur durch Kampf. Also es bringt jetzt auch nicht unbedingt, sich mit jedem anzulegen. Das ist nicht Ziel des Spiels. Sondern man soll halt die Aufgaben erfüllen. So, und da öffnen wir nach noch nicht mal einer Stunde schon unser erstes Daoka-Tor, diese Stargates, die in Outcast 1 die unterschiedlichen Regionen, die 6 Gebiete der Spielwelt miteinander verbunden hat. Hier ist es ja eine zusammenhängende Spielwelt, also man könnte auch einfach zu Fuß überall hinrennen, aber die Daokas sind jetzt quasi ein Schnellreisesystem, optionales. Allerdings hier muss man tatsächlich noch durch, weil es für die Story wichtig ist. Willst du den Wein?
Sitz! Ja! Braver Junge! Mama! Sieh doch mal! Er macht Sitz! Da! Was meinst du, Marion? Unsere Kleine scheint das Geschenk zu mögen. Das ist alles, worüber sie diese 2 Monate reden konnte. Das sind 8 Wochen, Slate. Wochen, Monate, ich muss nach Costa Rica, streng geheim. Du weißt, dass ich mich nicht melden konnte. Es ist einfach zu schwer für Camilla. Die Sehnsucht, die Fragen. Du kannst nicht einfach aufkreuzen und dann wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden. Was willst du damit sagen? Ich soll nicht mehr kommen? Nicht so. Entweder bist du Teil ihres Lebens oder nicht. Okay? So ist der Job, Wolf. Gerade du solltest das verstehen. Ich verstehe es auch. Also komm bitte erst wieder, wenn du die Dokumente vom Anwalt erhalten hast. Das ist ja gemein. Vertrau mir, Marion. Den nächsten Besuch bei meinem Mädchen verpasse ich nicht. Hier sieht man übrigens schon einen kleinen Spoiler. Dieses große Viech, was man da im Hintergrund sieht, das sieht man groß. Also freut euch drauf, das wird noch, glaube ich, ganz, ganz cool. Verdammt! Wo zur Hölle ist er? Was ist passiert? Du warst einen kompletten Mond lang weg? Echt? Hat sich wie Minuten angefühlt. Ich muss einen kleinen dimensionalen Umweg oder so genommen haben. Das ist also der Ort? Staune! Der Speer! Da fehlte gerade auch noch ein Satz, ne? Also mit diesem wegen heiliges Land. Das hat er nicht gesagt. Aber ich zähle noch auf dich. Du hältst dein Versprechen, oder? Es wird alles gut, Slate. Hallo. Ich muss nach den kranken Kindern sehen. Die Almayel empfängt dich jetzt. Danke, nimm mit. Dank mir noch nicht. Ulukai. Der Ulukai. Ach schön, wieder mal der Ulukai zu sein. So. Und jetzt können wir bald mit der Almayel sprechen. Und ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Folge, denn da steht schon noch eine ganze Menge Story an, bevor es jetzt hier dann tatsächlich wieder aus dem Dorf auch weitergeht, noch mehr in die Open World rein. Und von daher, kleines Päuschen an dieser Stelle und vielleicht, wenn ihr möchtet,
bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss.